Nee, oder? Das ist... Wer ist das da unten? Habe ich da eben ein Namensschild gesehen? Alter, ich habe da doch eben ein Namensschild gesehen. Sag mal, werde ich jetzt bescheuert? Da unten war doch... Wer? Ich habe da doch eben Namen... Erstmal kurz schnell wieder aufs Boot. Ja, erst nochmal kurz aufs Boot. Ich wollte mich eben... Da unten ist doch tatsächlich einer... Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Bloody Beach und heute bin ich alleine. Das hat auch einen Grund und zwar haben Weiß und ich uns so zerstritten und wir können einfach nicht mehr zusammen aufnehmen. Ja, es ist traurig, ich weiß. Er schreibt gerade was. Mal kurz gucken, ob ich nicht hier irgendwo jetzt sein Namensschild sehe, wenn er gerade was geschrieben hat. Nee, kleiner Scherz, ich muss mein Handy noch auf lautlos stellen. Oh Gott, was ist los? Ich bin so unvorbereitet in die Aufnahme gegangen. Unmöglich. So, nee, kleiner Spaß, wir haben uns nicht zerstritten oder so. Wir beide wollten heute eigentlich zusammen aufnehmen, aber dann kam bei ihm etwas dazwischen. Ein tragischer Unfall. Nein, auch das nicht, aber okay. Ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will und so. Und zwar werden wir jetzt nicht zusammen aufnehmen. Und der Plan ist, dass ich jetzt hier alleine mal aufnehme. Was ich nicht machen will, ist jetzt irgendwie so öde, schnödes, langweiliges Strip-Minen. Deshalb werde ich jetzt einmal mich hinaus in die weite Welt begeben und nach dem lieben Gaming-Bookie suchen. So, und ich gucke ganz kurz, ich sollte eigentlich alles haben, was ich brauche. Und deshalb würde ich sagen, schwimmen wir mal raus und versuchen, den zu suchen. Ich laufe einmal so kreuz und quer über die Welt und hoffe, dass ich ihn finden werde. Jetzt in der Basis zu sein, wenn nur ein anderer da ist, ist auch ein bisschen blöd. Und ich weiß jetzt nicht so viel über den Gaming-Bookie. Ich glaube auch nicht, dass wir schon mal gegen den gekämpft haben. Das ist ja der Teamkollege von Satani LP. Und, ja. So, gehen wir einfach mal raus. Ich würde sagen, wir schauen mal, was uns erwartet. So, komm, zumachen. Ups, so. Jetzt haben wir jetzt zwei Dinge hochgemacht. Das sollten wir uns merken. So, schwimmen wir schnell nach oben. Ich könnte mir jetzt eigentlich auch schnell ein Boot hinplatzieren, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Einfach erstmal schnell nach oben. So. Wieder atmen und kurz umschauen. Boot hinsetzen. Und. Ah, komm, zurück, Boot. Oh Gott, was ist denn heute los? Jetzt meldet sich auch meine E-Mail. Das ist ja der Hammer. Tut mir leid, Leute. Ich bin heute irgendwie ziemlich unvorbereitet. Ich war jetzt auch die letzten zwei, drei Tage krank und lag im Bett. Und deshalb, habe ich da jetzt nicht so viel machen können, wie ich eigentlich wollte. Aber da ich so überfleißig war, habt ihr wirklich jeden Tag eine Folge Bloody Beach gesehen. Ist es nicht wunderbar? Ja, ganz toll, ne? So, und, gut, ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Ich würde sagen, wir schwimmen erstmal zum Villager und gucken mal, ob da vielleicht irgendwas ist. Da ist ja meistens irgendwas Neues, wenn man so auf den Server kommt. Zum Beispiel sowas wie die Wasserrutsche, die wir da ja auch letztens gesehen haben. Hi. Jetzt schreiben wir ein bisschen verspätet zurück. Die Frage ist jetzt, ob ich ihn fragen soll, ob er in One vs. One will. Ich würde sagen, das machen wir nicht, weil ich bin jetzt echt alleine und ich weiß nicht, wie gut er ausgerüstet ist. Es ist der Teamkollege von Satani. Und soweit ich weiß, ist er ja noch nicht so oft gestorben, wie man bei 8 Leben, denke ich mal, vermuten kann. Ja, ich schreib einfach mal die Wahrheit hin. Vielleicht ist er dann auch nicht so vorsichtig oder so. Kann ja durchaus sein. Und deshalb schauen wir einfach mal. So, weil ich will eigentlich schon ganz gerne jetzt nicht einfach nur die Zeit so verschwenden. Ja, natürlich ist das Boot kaputt gegangen. Natürlich, was denn auch sonst? So, das ist eine schöne Lavafalle. Da ist auch noch ein Boot im Wasser. Hier sind ziemlich viele Boote im Wasser. So, schauen wir einfach mal uns ein bisschen um, ob wir vielleicht irgendwas sehen. Vielleicht ist er ja in seiner Basis und wir sehen da ein Namensschild oder sowas in der Art. Wäre auch ganz praktisch. Ich guck mal kurz, So, das brauchen wir nicht auf Extrem zu stellen, weil der Server lädt eh nicht so weit. Von daher ist es ziemlich unnötig. Gut. Ja, dann gucken wir einfach mal. Ich drehe mich auch jetzt öfters mal immer wieder ein bisschen um, weil... Ja, ich bin einfach ein bisschen vorsichtig, weil ich bin alleine. Wenn ich jetzt sterbe, ist das Problem, dass ich niemanden habe, der mich dann praktisch rächt. Und das Problem ist, wenn er mich jetzt einfach so killen würde, ja, hätte er meine Sachen. Weil bisher ist es ja immer so gewesen, wenn ich gestorben bin, hat Weiß den anderen gleich gekillt. Das war ja so ein bisschen halt immer da. Deshalb hatte ich auch so wenig Leben. Da bin ich ja erst draufgegangen und dann hat er mich gerächt praktisch sofort. Weil ich habe halt die beiden Gegner dann immer geschwächt, wenn wir jetzt gegen ein Team gekämpft haben oder so. Und dann hatten wir halt die Sachen immer wieder. Ja, das wäre halt jetzt eben nicht so, was halt ziemlich blöd wäre. Ich bin gerade überlegen, ob ich ihn fragen soll, ob er einen Kampf will. Einfach damit ich weiß,
Ob ja oder nein? Ich frage ihn einfach mal, einfach zu wissen, weil wenn er jetzt nein schreibt oder so, dann weiß ich ja, dass ich jetzt erstmal ein bisschen unbesorgt da draußen rumlaufen kann. Sorry, er muss gleich weg. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht draußen rumlaufen. Das heißt, wir können die wirklich einfach mal kurz nochmal erkunden. Wir waren ja auch schon verdammt lange nicht mehr im Sumpf. Das haben auch immer wieder welche in die Kommentare geschrieben, dass wir da so lange nicht mehr waren. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um, weil ich hatte sich ja letztens im Baum versteckt, aber weiter sind wir dann, glaube ich, auch nicht mehr gegangen, weil da hinten, da waren wir schon so oft überall. Einfach nochmal kurz die Oberfläche ablaufen, um zu gucken, ob irgendwas Neues passiert ist. Vielleicht da hinten sowas wie das da. Wenn da sowas Neues da wäre, wäre es ja auch mal ganz schön zu sehen. Einfach damit man so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. So, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Hier an der Seite ist nichts. Ich sehe gerade auch in der Konfi, in 10 Minuten kommt noch ein anderes Team drauf. Denn das ist eine Workbench am Rand. Okay. Boah, warum sind hier denn so viele Fackeln? An die kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das ist echt ein bisschen komisch. Boah, gebt euch das mal. Hier sind echt richtig viele Fackeln. Und hier ein Slime. Ach, das ist der. Okay. Was ist denn da hinten? Ja gut, da ist, glaube ich, nichts. Das ist, glaube ich, schon seit Anfang an da. Ja, aber es sind echt ziemlich viele Fackeln hier. An die kann ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal hier außen lang rum. Da ist noch ein Slime. Alter, wer hat hier so viele Fackeln hingemacht? Das heißt ja aber eigentlich, dass hier vielleicht einer mal ab und zu mal draußen ist. Oder vielleicht ist ja auch in der Nähe eine Base, weil wenn man so viele Fackeln hinmacht, will man normalerweise nicht, dass da Mobs spawnen. Weil Bäume sehe ich jetzt hier nicht eingepflanzt. Das heißt, hier könnte sogar tatsächlich irgendwo in der Nähe eine Basis sein. Und jemand wollte einfach, dass er hier nachts vielleicht auch ab und zu mal raus kann. Also es könnte ein Indiz dafür sein, ich weiß es aber nicht so. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Dann nach hinten hin, dann haben wir den Sumpf eigentlich auch schon abgeklappert. So viel ist hier auch nicht. Na, da unten scheint auch nichts zu sein, okay. Hier waren wir auch schon, ganz am Anfang in der ersten Folge, als wir uns noch gar nichts richtig gefunden haben. Hier ist ein Boot, okay. Hier sind richtig viele Boote jetzt durch die Wasserrutsche. Weil das ist ja diese Kiste mit ganz, ganz vielen Booten drin. So, mal kurz nochmal hier lang schauen und da lang. Oh, okay, da kommt der Freaks-LP auch noch drauf, aber der ist auch alleine. Das ist sehr gut. Solange hier nur Leute alleine sind, bleibe ich einfach noch auf dem Server. Aber sobald hier wirklich Teams drauf kommen, wird es mir echt ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt alleine bin. Weil ich habe ja noch den Vorteil, dass ich noch einen Teampartner habe. Was ist denn hier? Hier ist nichts außer Gravel und Dingensbumstars da. So, hier ist auch nichts, okay. Da hinten? War da eben was? Nee. Auch nicht. Alles eine optische Täuschung. Ja, ich meine, solange ich noch die Vorzüge eines Teampartners habe, werde ich dann natürlich jetzt alleine nicht alles aufs Spiel setzen und ein bisschen vorsichtiger sein. Weil das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt einfach so sterben würde. Vor allem schlecht equipped sind wir ja nicht, wobei uns eigentlich jetzt im Laufe der Zeit gezeigt wurde, dass selbst das OP-ste OP-Stuff dann doch nicht OP genug war, um selbst zu sagen können, okay, wir sind jetzt OP. Denn absolut bleibt diese aus. Was laber ich eigentlich für eine Scheiße? Echt, ihr müsst es mir nachsehen. Ich bin irgendwie extrem angeschlagen. Ich habe auch so ein leichtes Brennen in den Augen. Jetzt nicht, weil ich die ganze Zeit am PC bin, sondern ganz einfach, weil ich ein bisschen krank bin. Oder immer noch erkältet. Also es ist jetzt auf jeden Fall besser. Zumindest war es ja so, dass, wenn wir das gesagt haben, diese Aussage nie stehen bleiben konnte. Denn immer, wenn wir dann den Nächsten gekillt haben, mussten wir sagen, ach, jetzt sind wir aber OP, weil der hatte ja doch bessere Sachen, als wir sie hatten. Von daher glaube ich jetzt auch nicht mehr so daran, dass wir jetzt wirklich den Überschritt haben. Okay, wir sind nicht schlecht ausgerüstet, aber ich bin mir ziemlich sicher, andere werden nicht wesentlich schlechter ausgerüstet sein, sondern vielleicht auch ein bisschen besser. Was ist denn? Ach, da waren wir eben. Wir sind jetzt gerade hier so in der Gaming-Bookie, der geht jetzt auch. Dann laufen wir hier nochmal kurz so ein bisschen die Mitte ab und schauen, ob hier irgendwas ist. Und dann wäre noch der Freakstar. Vielleicht sehen wir auch ihn, man weiß es nicht. Okay, jetzt kommt Nunan, YouTube und Steelhammer. Oh, also bei denen sieht es da gerade so aus. Von denen müsste ich einen killen und dann, das sind doch die, von denen wir die Basis geplündert haben, glaube ich. Wisst ihr was? Ich glaube, ich bleib doch einfach mal auf dem Server, weil von denen müsste ich eigentlich einfach nur den richtigen killen und dann wären die praktisch schon aus dem Projekt, weil sie keinen Teampartner mehr hätten. Weil der Vorteil von Weiß und mir ist ja, ich gehe jetzt erstmal aufs Wasser wieder ein bisschen, weil auf dem Land bin ich mit ein bisschen unsicher, weil ich weiß nicht, wo die gespawnt sind. Ja, geh kaputt, Boot. Dankeschön. Finde ich super. Jetzt habe ich nur noch eins. Mann, das ist echt ein Trick mit den Booten. Das ist richtig mies gemacht. Dass sie ihm einfach so kaputt gehen. Okay.
Gut, also, ja, die haben echt nicht mehr. Ich dachte schon, mein Boot geht wieder kaputt. Die haben jetzt auch nicht mehr so viel Leben. Von daher können wir eigentlich sogar was riskieren. Ich könnte mich sogar gegen die beiden, denke ich mal, schlagen. Ich weiß es nicht, weil deren Base haben wir wirklich richtig gut ausgeraubt. Ich habe später mitbekommen, da gab es wohl doch noch eine versteckte Kiste, die wir dann übersehen haben. Aber wie gesagt, das ist ein Spoiler und das war auch danach, nachdem wir das gefunden haben. Von daher sind wir da auch nicht mehr hingegangen oder so, weil sowas gehört halt zu Spoilern und das ist halt richtig scheiße. So, ja, jetzt ist die Frage, wo die rumlaufen könnten. Generell ist es so, ist mir aufgefallen, dass man irgendwie immer wieder so an der Küste rumläuft, vielleicht auch Boote benutzt, deshalb fahren wir einfach nochmal die Küste von der Seite hier ab. Da hinten waren wir eben, wenn die da gespawnt werden, auf der kleinen Sumpfinsel, hätten wir die auf jeden Fall auch gesehen, von daher können wir jetzt eigentlich mal hier lang fahren. Da hinten ist auch nichts. Hey. so, die wundern sich bestimmt gerade alle, warum ich alleine bin. Ich könnte mir das locker vorstellen. So, da hinten sieht auch alles so gut aus. Wir könnten vielleicht dann nochmal kurz an Land gehen. Das ist ja das eine, was wir schon die ganze Zeit sehen. Dieses Lichtlein dort von irgendetwas, von irgendeiner ausgeleuchteten Höhle. Von da gehen wir da auch einfach nochmal nicht hin. Ah, natürlich ist es kaputt gegangen. Natürlich, okay. Das schreit nach einem neuen Boot, was ich mir sogar gerade noch so erstellen kann. Mit den Sachen, die ich habe. Ein Boot. Mein Boot, die Workbench nehmen wir gerade mit, wenn wir jetzt die Zeit haben, das abzubauen. Kampf? Ich frag die einfach mal nach einem Kampf. Vielleicht sagen sie ja. Vielleicht. Ich könnte sterben oder ich könnte einfach mal ein Team fast rauskicken, weil Nunan YouTube hätte, wenn ich ihn nochmal Kimmel und einnehme. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher, weil man weiß ja nie, ne, was ein Team noch so in petto hat. Aber trotzdem können wir einfach mal so fangen, weil dadurch merkt man halt auch immer, wie gut die sich selbst ausgerüstet sehen, weil wenn, nehmen wir mal an, ich würde die jetzt irgendwie sehen und die mich nicht, könnte ich die jetzt natürlich einfach angreifen. Aber wenn die jetzt sagen, Kampf ja, dann würde ich mir doch ein bisschen Sorgen machen, weil dann sehen die sich selbst so gut ausgerüstet, dass die gegen mich auf jeden Fall eine Chance hätten, sonst würden die ja nicht zustimmen. Das ist halt immer so ein bisschen das, worauf ich jetzt ein bisschen achten möchte, wenn ich alleine bin. Aber ansonsten hoffe ich mal, dass die Folge hier nicht ganz verschwendet wird, weil es wäre ein bisschen schade. Was ist denn da hinten? Da hinten ist irgend so ein Cobblestone-Haus. Jetzt ist gerade Nacht, das ist auch ein bisschen blöd, immer diese Nacht. So. Ah, ich habe jetzt nicht die gute Brustplatte an, fällt mir gerade ein. Ich hätte ja noch die Thorns, Ja, ich kenne es die Age, aber ich weiß nicht, ob man es jetzt überhaupt benutzt bei Thorns, weil Thorns hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Nee, da hinten ist auch nicht. Jetzt bin ich aus dem Boot gesprungen, ich voll debbert. Nee, ja, weil die wäre halt besser, weil die wäre Protection 3. Und jetzt habe ich halt nur die Projectile Protection Chestplate aus Diamant. Das ist ein bisschen dumm von mir gerade. Wenn ich jetzt vielleicht schon überlege zu kämpfen, weil Protection 3 gegenüber Projectile Protection ist halt schon ein kleiner Unterschied. Aber nur ein kleiner. Ein großer kleiner Unterschied. So, aber die schreiben nichts. Das heißt wohl, wir müssen die wieder zuspammen. So, ich hasse das mit dem Chat. Man kann gar nicht mehr so einfach spammen. Früher ging das so einfach, das war so schön. Ich hoffe, die werden mir auch nicht an. Nee, oder? Wer ist das da unten? Habe ich da eben ein Namensschild gesehen? Alter, ich habe da doch eben ein Namensschild gesehen. Sag mal, werde ich jetzt bescheuert? Da unten war doch wer? Ich habe da doch eben Namen. Erstmal kurz schnell wieder aufs Boot. Erst nochmal kurz aufs Boot. Ich wollte mich eben... Da unten ist doch tatsächlich einer. Ach du Scheiße, das ist das Team. Ach du Scheiße, das ist das Team. Ach du Scheiße, das ist das Team. Oh mein Gott. Scheiße, das ist nur ein YouTube und Steelhammer. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke, die sind da unten. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, die haben mich gesehen. Oh mein Gott! Nee, die haben mich noch nicht bemerkt, oder? Haben die mich bemerkt? Komm, geh kaputt, Wood. Komm, geh kaputt, Wood. Ich brauch dich. Scheiße, mein Boot ist kaputt. Okay. Haben die mich jetzt gesehen oder nicht? Die haben mich, glaube ich, gar nicht gesehen. Alter, die haben mich gar nicht gesehen. Die haben mich nicht gesehen. Okay, Leute, passt auf. Wir werden Strip Mine. Wir machen uns einen Strip Mining-Gang. Das Blöde ist halt jetzt, ich habe gerade kein Boot. Ich sneak mich jetzt.
Alter, die haben uns nicht mal gesehen. Ich glaube, das. Die waren doch. Die haben mich nicht. Also, wenn die mich gesehen hätten, dann hätten die, glaube ich, echt gegen mich gekämpft. Weil, ich meine, ich bin alleine. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Ich würde sagen. Ja, da hinten ist auch noch einer. Ey, da hinten. Was geht denn ab? Das ist Freaks. Okay, Leute. Also, wir haben da ein Team und da haben wir Freaks. Das Ding ist, der da hinten hat uns jetzt auch noch nicht gesehen. So, und da hinten war ja eben das Team. Ich würde sagen, ich gehe erstmal, falls das Freaks ist, gehe ich auf den, weil die sind jetzt relativ weit hinten, die werden sich da so eine Wasserbasis gemacht haben. Der da hinten, der sieht mich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, aber da hinten hat sich gerade einer so reingebuddelt. Deshalb würde ich sagen, gehe ich erstmal auf den da hinten, der hatte nur eine Iron-Rüstung und dann gehe ich auf das Team, weil jetzt weiß ich, wo die sind, das muss ich mir merken. Da kann ich mir da so einen schönen Gang hinbauen, so richtig schön sneaky. Alter, was geht hier ab, ey? Ich raste. Nee, der hat mich nicht gesehen, Okay, Leute, okay. Ich esse einen Apfel. So, jetzt geht's ab, würde ich mal sagen. Hat er? Nee, der hat mich gesehen. Jetzt rennt er weg, oder? Nee, das ist einer von... Ist es Freaks? Nee, der hat mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer es ist. Okay, hallo, es ist Freaks, okay. Hallo, Freaks, hallo. So, damit ist dann Freaks jetzt aus dem Projekt raus. Tut mir leid, es ist nichts gegen dich, Freaks. Du warst jetzt einfach die bessere Option für mich. Und ja, ich habe gerade so leicht Herzklopfen, ehrlich gesagt, und der hat mich echt nicht bemerkt. Der hat mich einfach nicht bemerkt. Der hat mich, vielleicht dachte er, das High war auf ihn bezogen. Und das heißt, ich würde sagen, wir fucken jetzt nicht gar nicht lange rum. Der hatte nämlich eh nicht so gute Sachen dabei. Schreiben wir gar nicht lange rum. Wir gehen jetzt einfach, der goldene Apfel hat sich übrigens mal wieder nicht gelohnt. Wir gehen jetzt einfach da nach hinten hin, wo wir eben waren, und graben uns da jetzt den Gang, wo ich die Basis von den beiden Dunkelroten vermute, würde ich mal sagen. Da graben wir uns jetzt einfach hin, weil die haben mich, glaube ich, echt nicht gesehen. So, das muss da etwa gewesen sein. So, weil ich hab da doch echt... Die müssen da eine Basis haben, ehrlich, die müssen da eine Basis haben, ganz, ganz einfach. So, und ich würde sagen, wir gehen mal hier in diese Höhle rein. Okay, hier nicht. Das heißt, vielleicht haben wir tatsächlich eine Chance, dass die noch nicht, dass sie es noch nicht bemerkt haben. Das wäre jetzt ehrlich gesagt richtig awesome. Und irgendwie ist mein Minecraft gerade richtig leise oder mein PC-Sound. Okay, es ist, glaube ich, mein PC-Sound. Warte mal kurz, mein Minecraft-Sound. Ja, okay, mein Minecraft ist so leise. Gut. Also Leute, das Problem ist, dass ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wo das war. Das muss da hinten gewesen sein. So, ich würde sagen... Scheiße, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo genau das war. Das ist das Problem. Ich würde sagen, wir machen uns nochmal ein Boot und schwimmen da nochmal über diese Stelle hin. So, das ist das einzig Richtige, was wir jetzt tun können. Und ich will das ehrlich gesagt nicht so... Ich will das nicht so auf Land machen, weil auf dem Land haben wir halt das kleine Problem, dass man uns sehr, sehr leicht finden kann. Das ist das Ding. So, wo waren die jetzt? Das müssen die beiden anderen gewesen sein. Und die Frage ist jetzt, haben die mich gesehen oder haben die mich nicht gesehen? Die Frage des Lebens, Leute. Die Frage des Lebens. Okay. Aber eben hat mich da irgend sowas richtig komisch angehaucht. Ich sag's euch, ey. Brauchen wir alles nicht. Das Zeugs hier. Machen wir jetzt einfach mal Holz. Und dann nochmal ein paar Boote. So. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, das gegen die Enderperle da einzutauschen. Ups. In die Workbench. So. Einfach nochmal Boote machen. Soweit es geht. Komm. Boot, 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 Boot. So. Da haben wir unsere Boote. Und, Alter, eben, hab ich da eben was gehört? Gott, ich werd hier echt... So, Leute, echt, jetzt kommt meine Paranoia. Aber, um ehrlich zu sein, es ist, glaube ich, besser, als wenn ich dann irgendwie durch irgendeine Dummheit sterbe. Wenn ich mir das jetzt aussuchen würde, lieber Paranoia, als durch eine Dummheit zu sterben. Wirklich, wirklich, wirklich. So, dann gehen wir nochmal aufs Boot. Ja, nochmal kurz Inventar sortieren, so. Dann schauen wir mal, ob wir da nochmal ein Namensschild sehen, weil klar, jetzt sehen die mich, wenn ich da drüber bin, aber ich habe halt die Möglichkeit, sehr schnell wegzukommen. Also sehr schnell vom Fleck zu kommen, halt so ohne Boote. Das war da. Ich glaube, das war echt hier an dieser Stelle. Wenn ich jetzt drum wetten müsste, dann würde ich sagen, das war... dann würde ich sagen, das war hier. Moment, da. Das heißt, ich muss eigentlich von da aus einfach einen Gang graben. Und zwar schwimmen wir nochmal drüber, damit es ganz auffällig ist für die sollten, die jetzt auf mein Namensschild geguckt haben.
dann wissen die auf jeden Fall, was Sache ist. Ich würde sagen, das ist an dieser Stelle hier gewesen. So, dich killen wir gerade mal, bevor du uns hier auf die Nerven gehst. Und ich habe mal Minecraft jetzt übertriebenst laut gemacht, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein. Spawn. Oh, shit. Jetzt fragen die nach Spawn. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich gegen die kämpfen oder nicht? Jetzt wird es mir echt hier selbst ein bisschen zu brenzlig. Leute, ich gehe nochmal aufs Wasser. Das heißt, die werden mich bemerkt haben. Oder ich sag einfach mal Spawn. Okay. Jetzt ist die Frage, wenn die fragen Spawn, dann werden die wohl kaum da unten sein. Scheiße, dann lohnt es sich vielleicht doch nicht, dahin zu graben. Oder die haben da ihre Basis. Wenn die jetzt sagen Spawn und die sagen, die kommen, dann beobachte ich jetzt mal einfach hier diese Stelle. Ich mache mir hier draußen so eine kleine Plattform auf dem Glas. Dann werde ich mal diese Stelle beobachten. Und wenn die sagen, wir sind am Spawn, dann versuche ich mal da den Eingang zu finden. Das ist das, was ich, ja, das werde ich machen. Weil ich bin jetzt nicht lebensmüde. Und gehe einfach so auf die zu zweit los, wobei ich, wenn ich nicht mal weiß, was die haben. Damit ich in ihrer Basis war und die erstmal so richtig schön ausgebeutet habe, falls es da überhaupt was gibt, was man erbeuten könnte, dann würde ich sagen, dann kann ich gegen die beiden kämpfen. Weil dann weiß ich auch, wie gut die etwa ausgerüstet sind. Habt ihr so... Hab ich... eine Chance? Ist das jetzt die Frage? Sind die beiden gut im PvP oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Einen Penis, okay. Die haben einen Penis, ist doch schon mal super. Oh Gott. Das könnte echt ein bisschen tricky werden. Das könnte richtig tricky werden. Oh Mann, auf was habe ich mich da nur eingelassen? Aber die werden mich gesehen haben. Die werden mich sowas von gesehen haben. Wenn ich jetzt so zurückdenke, die können mich nicht übersehen haben. Wobei, wenn man unten im Wasser ist, dann sieht man halt richtig schlecht eigentlich. Kommt ihr... Oder seid ihr schon da? So, ich sneak mich jetzt einfach mal an dieser Stelle. Mal kurz gucken, nicht, dass da unter mir was ist oder jemand. Da ist aber nichts, nee. Und dann warte ich mal kurz, bis die mir antworten. Hat sich denn was hinten bewegt? Nee, okay. Da war eben nichts. Wir sind schon da, wo bist du? Okay, komme gleich. In 5 Minuten. Sorry. Wenn ihr warten müsst. So, okay, dann schaue ich mir das da unten jetzt an. Es ist vielleicht ein bisschen assi, aber ganz ehrlich, Leute, was würde weißt du? Ich glaube, er würde sich das anschauen, wenn man schon diese Gelegenheit hat, bevor ich da jetzt verrecke in diesem Kampf oder was auch immer da jetzt kommen wird, werde ich mir das anschauen. So, wir haben, denke ich mal, alles, was wir so brauchen. Wobei, ganz echt, das finde ich nie wieder. Ach, das finde ich nicht. Ganz ehrlich, wenn, dann müsste ich mir da einen Gang hinbauen. Das würde, glaube ich, doch ein bisschen zu lange dauern. Ich würde sagen, ich schwimme da jetzt doch einfach mal hin und lass mich einmal einfach überraschen, was die beiden haben werden. Ich habe ja einen normalen goldenen Apfel. Ich hoffe einfach mal, die beiden sind nicht zu gut ausgerüstet und ich werde den Kampf gewinnen. Weil alleine gegen zwei Leute könnte echt ein bisschen schwer sein. Aber okay, wir schaffen das schon irgendwie. Und wenn ich am Ende sterbe, dann dürft ihr mir gerne sagen, ich hab's dir doch gesagt, Domse. Ich bin mir sicher, einige werden jetzt sagen, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Aber okay, ja, die Folge, die wird ja auch extrem lange. Also es wird mich freuen, wenn ihr da vielleicht euch ein bisschen freut, dass ich jetzt nicht einfach so einen Cut mache und sage, okay, der Kampf kommt in der nächsten Folge, weil das könnte ich jetzt machen, mache ich jetzt aber einfach nicht, weil ich glaube, so lange Folgen sind auch manchmal ganz schön. Mann, und echt, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen krank und ich hoffe einfach mal, der Kampf, der wird gut verlaufen. Ich hoffe es einfach. So, dann schwimme ich jetzt mal dahin. Also ich weiß auf jeden Fall, wo etwa die Basis von denen ist. Das heißt, wenn ich mal Zeit habe, kann ich mir da wirklich einfach so einen Gang unten hingraben und vielleicht werde ich was finden. Das ist jetzt meine Hoffnung. Das kann ich auf jeden Fall machen. So, ich mache mal kurz Skype nebenbei auf und schaue, ob nicht noch ein anderes Team auf den Server kommt. Vielleicht... Weil dann wäre das echt ein bisschen blöd, möglicherweise. Wir schwimmen jetzt mal schön außen lang da lang. Außenrum da lang, weil ich keinen Bock habe, dass mich schon von Weitem sehen. Wo seid ihr jetzt? Direkt am Villager. Oh Gott, ich hab echt richtig Schiss. Und jetzt, mal ehrlich, hab ich eine Chance? Wir kommen gleich zurück. Oh, vielleicht waren die jetzt doch mal an ihrer Basis. Okay, dann bleibe ich jetzt einfach nochmal hier ein bisschen weiter hinten. Weil die Frage ist echt immer, ob ich eine Chance habe. Das ist jetzt meine große Frage. Schwierig.
Ich will nicht sterben, nicht mit den Sachen, die ich habe. Ich denke mal, wenn ich denken sollte, ich schaffe es nicht gegen die beiden, werde ich, glaube ich, echt in die Lava springen, weil erstens bekommen die keinen Punkt. Okay, ich würde denen jeden Punkt gönnen, meinetwegen. Vielleicht ist es ja auch so, dass dann da steht, okay, ist in die Lava gesprungen, während er gegen den und den gefeiert hat und dann bekommen die einen Punkt. Aber ganz einfach, dass die nicht meine Sachen bekommen. Also sollte ich wirklich merken, ich habe keine Chance gegen die beiden, dann springe ich in die Lava. So mache ich das, weil da ist ja, glaube ich, so eine Lavafalle so, oder sowas in der Art. Da sind genug Lavafallen und auch ein bisschen Lava rumströmt, dann springe ich da rein. Wenn nicht, setze ich mir selbst einen Lavaeimer irgendwo hin. Das ist einfach das, was ich mir jetzt so als Ziel setze, damit die beiden nicht dann vielleicht noch die guten Sachen von mir bekommen. Sollte ich gegen die verlieren. Okay, jetzt sagen die sind da. Da bleibe ich noch mal kurz hier auf dem Wasser, weil das ist ein bisschen brenzlig. Nicht direkt anfangen. Okay, erst losschreien. So, weil ich will ehrlich gesagt noch nicht, dass ich die beiden nicht sehe und die dann einfach auf mich losgehen. So, weil ich habe echt ein bisschen Angst. Hallo? Bekomme ich jetzt eine Bestätigung von denen? Das wäre echt nett. Gott, ich zittere hier schon ein bisschen. Okay, die haben jetzt aber echt nicht auf meine Frage geantwortet, ob ich überhaupt eine Chance habe. Von daher, ich habe, okay, sagen wir es mal so, ich habe Enderperlen, ich habe eine Spitzhacke, ich habe jetzt leider keine gute Schaufel oder so. Sollte ich merken, da hinten sind sie, ich sehe sie. Okay, ach du Scheiße, die sind echt gut ausge... Oh Gott. Oh Gott, die sind aber nicht Full Deer. Die sind auf keinen Fall Full Deer. Das ist vielleicht schon mal zu meinem Vorteil. Sollte ich merken, ich schaffe es nicht gegen die, nehme ich mir das Boot und nehme ich mir eine Enderperle, teleportiere mich zur Küste und schwimme mit dem Boot lang, lang auf dem Wasser und dann ist es auch kein Comet Logging mehr. Dann verstecke ich mich irgendwie und dann ist es hoffentlich kein Comet Logging mehr. Okay, los. Ich werde das schon verkacken. Ganz ehrlich, ich werde das schon irgendwie verkacken. Ich werde das schon verkacken, Leute. Ich werde das sowas von verkacken. Ich sag's euch. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Okay. Die haben das. Okay, ich habe einen schon mal getroffen. Wunderbar. Okay, die haben einen richtig guten Bogen, merke ich gerade. Scheiße, das war richtig dumm. Fuck, 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 fuck. Ich werde das sowas von nicht schaffen. Ich darf nicht auf Bogen gehen, habe ich das Gefühl. Scheiße. Okay, Leute, wir lassen uns darauf jetzt. Ach Gott, das war so ein Fail. Ich komme jetzt aber auch nicht mehr raus, Leute. Jetzt echt, ich komme hier nicht mehr raus. Oh Gott, das war so dumm von mir. Das war so dumm. Okay, ich renn weg. Ich renn weg. Alles klar, Leute, von mir aus, ich renn weg. Nee, 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 nee. Darauf lasse ich mich nicht ein. Sorry, sorry, sorry. Großes Sorry, aber darauf lasse ich mich nicht ein. Alles klar. Nee, ich verpiss mich. Sorry, aber tschüss. So, schnell ins Boot und ab. Los, 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 los. Weg, weg, weg. Die haben mir nicht auf meine Frage geantwortet, ob ich überhaupt eine Chance habe. Das ist das Ding. Und deshalb werde ich jetzt echt abhauen. Ganz ehrlich, tut mir leid, Leute, ich haue ab. So, wenn die außerhalb meiner Sichtweite sind, werde ich mich irgendwo sneaken und dann werde ich einfach disconnecten, damit mir auch keiner sagen kann, das war Comet Logging, was ich hier eben gemacht habe. Ganz einfach. So, jetzt nehmen wir gleich die Enderperle und teleportieren uns mal da ganz weit hinten hin. Ich hoffe, ich falle nicht irgendwo in die Lava oder so. Okay, das war gerade richtig dumm von mir. So, schnell hier darauf. Und sobald ich volle Leben habe und werde ich einfach disconnecten. Ganz ehrlich, Leute, das ist meines Erachtens nach kein Comet Logging. So, ich werde mich hier unten verstecken. Ich sneak mich gerade. So, hier unten schön rein. Irgendwo reinbauen. Einfach hier unten irgendwo verstecken. So mache ich das jetzt. Ganz ehrlich, weil. Nee, 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 nee. Also echt, die haben mich nicht auf. Ich glaube, ich hätte nämlich echt keine Chance gegen die alleine. Weil ich bin echt alleine, seid mir nicht böse. Aber das mache ich jetzt echt nicht. So. Gleich habe ich volle Leben und dann disconnecte ich einfach. Dann ist es meines Erachtens kein Comet Logging. Ich bin gekommen. Ich habe die beiden mal begutachtet und ich bin abgehauen, auch wenn es ein bisschen Feiglink-mäßig ist. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht alles aufs Spiel setzen, obwohl ja eigentlich auch weiß noch, da ist eine Kiste. Wetten, das ist eine Redstone-Chest oder so? Oder vielleicht ist es auch eine normale. So. Ich habe volles Leben. Ich disconnecte jetzt einfach. Wie gesagt, ich hoffe, die beiden sind mir nicht böse. Aber die haben irgendwie richtig gute Bögen gehabt und deshalb setze ich da jetzt nichts aufs Spiel. Die Aufnahme ist dann hiermit auch zu Ende von der Seite. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir haben auf jeden Fall gegen Freaks gewonnen und ihn aus dem Projekt gekickt. Ich habe nichts gegen ihn. Ich finde es auch super, dass er alleine noch weitergemacht hat und es versucht hat. Und
Ja, wir wissen auf jeden Fall, wo wahrscheinlich ihre Basis ist. Da werden wir, also da werde ich Weiß auf jeden Fall auch nochmal Bescheid sagen, wenn er wieder mit mir aufnehmen kann, wenn er wieder Zeit hat. Dann werden wir da mal nachschauen. Von daher, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.